Spitzer. Du weißt schon. Der mit dem Schwanz im Spitzer. Ja, genau. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Danke. Nein, ich danke dir. Ohne dich wäre ich jetzt... Kein Problem. Los, schnapp sie dir, Tiger.
Hey, wie? Mit Maiko zu reden ist wie 3D-Schach. Lass nicht so, dass sie dich überrollt. Ein paar mehr Details über sie könnten mir nützen, wenn ich mit ihr reden soll, oder? Nein, überlass mir das Reden. Und wie hast du vor, sie zu überzeugen? Indem ich die Wahrheit sage. Über Evelyn, was passiert ist und warum. Und du meinst, das reicht? Nein, danach muss ich improvisieren. Insoweit. Gehen wir. Warte, ich mach auf. Sieht aus, als wärst du schon öfter hier durchgekommen. Bin ich. Hin und wieder. Ein Kinderspiel. Mir nach. Judy Alvarez. Ich würde ja sagen, schön dich zu sehen, aber ich lüge nur ungern. Und Überraschung mag ich genauso wenig, wie du weißt. Ja, und ich weiß auch warum. Ich dachte, du warst am Ende, als du zu den Mox gegangen bist. Fehlanzeige, du kannst tatsächlich noch tiefer sinken. Gibst dich ab mit Persona non grata Nummer 1. Ja, wie? Ich meine dich. Hab wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gut. Einmal getroffen und du erinnerst dich an mich? Teil meines Jobs ist, mich an unangenehme Kunden zu erinnern. Und meistens kümmere ich mich auch um sie. Also, was soll ich mit dir anstellen? Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ist das so, hm? Warum bist du dann hier? Damit Judy kriegt, weswegen sie hier ist. Judy hätte ohne dich bessere Chancen gehabt. Judy hat ein Angebot für das Clouds. Du willst zurückkommen? Klar. Ich schätze deine Fähigkeiten, das weißt du. Ich weiß nur nicht, wozu du das da mitgebracht hast. Hör auf, Puppen wie Ware zu behandeln und ich denk drüber nach. Aber zuerst, die Tiger Claws sollen aus dem Clouds verschwinden. Okay, hör zu. Was mit F passiert ist, ist schrecklich. Und ich dachte, du wüsstest nichts davon. Ihr Ende war vorprogrammiert. War nur überrascht, dass es so lang gedauert hat. Wir müssen was unternehmen. Sonst enden alle wie F. Woodman hat sie vergewaltigt, als sie bewusstlos war. Und sie dann einfach verramscht. Wow, du warst immer schon labil. Okay, da du vernünftiger zu sein scheinst, willst du mir sagen, worum es geht? Weißt du, was Woodman Evelyn angetan hat, als sie verzweifelt Hilfe brauchte? Ist dir das einfach egal? Die Tiger Claws haben hier das Sagen. Weißt du, was ich denen bedeute? Ungefähr so viel, wie ihr zwei und eure Problemchen mir bedeuten. Äußerst wenig. Und du fragst dich nicht, warum du hier arbeitest? Ich werde so tun, als wärt ihr nie hier gewesen. Um der alten Zeiten willen, Judy. In Kürze wird den Sicherheitsleuten auffallen, dass ihr hier seid. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Geht friedlich oder fliegt raus. Und das ist weder eine Drohung noch bildlich gesprochen. Nur ein Fakt. Das reicht. Ich gehe. Besser so. Und nur damit du weißt, dass ich dich nicht abblitzen lasse. Forrest ist in ein paar Minuten auf der Wartungsebene. Allein.
lief. Großartig. Sie hat uns einfach abserviert. Muss sicher nachdenken. Dauert höchstens ein paar Tage. Könnte sein. Ich rufe sie morgen mal an. Wart ihr mal zusammen? Ja, lange her. War damals ziemlich einsam. Wie jeder in Night City. Damals war sie noch anders. Und ich auch. Ich trau keinem, der sich nur an Fakten aufhängt. Die Grenze zwischen guten Freunden und einem Messer im Rücken ist für solche Leute verdammt schmal. Ich weiß, sehe ich ähnlich. Ich war mal mächtig verknallt in sie. Hat ewig gedauert, bis ich erkannt habe, wie sie wirklich ist. Aber zuverlässig oder nicht, wir brauchen sie. Ich hätte heute Morgen einfach tauchen gehen sollen. Ein bisschen Entspannung würde dir gut tun. Und mir erst. Es geht nicht wirklich um Entspannung. Ich habe eine neue Idee, an der ich arbeite, aber ich weiß noch nicht, ob sie funktioniert. Ja. Ich kann mir dich auch nicht auf einem Liegestuhl mit einem Mai Tai mit Schirmchen vorstellen. Nee, auf einem Liegestuhl würde ich nur grübeln und mir den Kopf zerbrechen. Und das brauche ich gerade nicht. Warte noch. Was ist mit Woodman? Danke fürs Einschalten bei den N54 Lokalnachrichten. Tja, was willst du denn jetzt tun? Ich will, dass ihm einer die Visage mit Blei verziert, bis keiner mehr da ist. Jemand? Okay. Ich will, dass du es tust. Ich habe keinen Funken Mitleid mit diesem Wichser. Okay, dann zu ihm? Allerdings. Bring wir ihn um. Wir nehmen den Fahrstuhl. Geht am schnellsten. Wartungsebene. Was ist schlimmer als ein Konzerner? Er möchte gern Konzernschlampe. Du meinst Maiko? Was für eine Bitch. Aber bei einer Sache hat sie recht. Eure Chance, das durchzuziehen, ist so gut wie null. Im Durchschnittsbereich. Allerdings hat das NCPD als besondere Vorsichtsmaßnahme die Bedrohungsstufe auf 2 angehoben, um bei einreisenden Nebenstraßen zu meiden. Wir halten Sie über neue Entwicklungen der Lage auf dem Laufenden. Versucht ihr hier? Wo ist Maiko? Warum hat sie mich herbestellt? Als Evelyn Hilfe brauchte, hast du sie vergewaltigt. Hätt ihr auch den Hals brechen können und aufhängen, bis sie anfängt zu verrotten. Aber ich hab sie zu einem Ripper gebracht. Dafür hab ich ja wohl was verdient. Sollte dankbar sein, die Kleine. Und du auch. Hier hast du meinen Dank.
Verschwindet das, sehen Sie uns! Lass uns abhauen. Das würde sich besser anfühlen. Drück aufs Erdgeschoss. Ich muss hier dringend raus. Ich konnte fast spüren, wie die Welt ein besserer Ort wurde, als er starb. Dieses Gefühl war so, so intensiv. Die Welt ist jetzt besser. All die Leute, denen er noch hätte wehtun können, sind jetzt sicher. Denkt darüber nach. Sie werden nie wissen, dass sie in Gefahr schwebten. Was ist los? Gar nichts. Wir müssen Maiko etwas Großes bieten. An ihr Gerechtigkeitsgefühl zu appellieren, war nicht groß genug? Maiko bevorzugt harte Fakten. Okay, und was jetzt? Ich muss nachdenken. Wir brauchen mehr Leute. Ich rede mit den Puppen. Ich rufe dich an, wenn ich was habe. Wir sehen uns wie. Und danke. Scheiße, nicht gut. Thank you.
Hey Claire, nächstes Rennen. Start klar? Das wird hart. Offroad und viel Bleihagel. Wir nehmen die Bestie. Will sie mal draußen ausprobieren. Nova, ich bin übrigens schon da. Perfekt, ich auch gleich. Okay, wir sehen uns. Nee, ich hab es nicht. Woher soll ich denn wissen, wer sich das Teil ausgeliehen hat? Ist dein Problem, nicht meins. Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Haben ein Rennen vor uns, hm? Nummer 2 von 4, ja. Bereit für die Piste? Glaubst du, das wird hart? Das sind die Badlands. In diesem Rennen ist alles möglich. Du wirst also zu tun kriegen. So wie du. Setz das Ding nicht in den Sand. Wortwörtlich. Ich schaff das. Okay, in der Sonne schmelz ich. Ich warte in der Karre. Sicher. Hey Leute, denkt dran, so... Dachte schon, du versetzt mich wieder und ich muss Bully mitnehmen. Ladies und Gentlemen! Bully ist ein super Schütze. Hosen hochziehen, anschnallen und Motoren anwerfen! 30 Sekunden! Hört ihr mich? Ignorier ihn. Luigi bequatscht die Leute gern. Im Kofferraum ist Klebeband. Hey! Was ist denn? Wollt euch nur viel Glück wünschen! Danke.
War nicht leicht. Na los, fahr zur Ziellinie. Ich hab dir echt eine einfache Aufgabe gegeben. Aber du hast ihn natürlich machen lassen. Das ist mir echt scheißegal. Du warst für das Motorrad verantwortlich. Wie schlage ich mich so? Du fährst zu weite Kurven und bist auf Geraden zu langsam. Aber ich bin auch pingelig. Bereust es also nicht, mich gefragt zu haben? Noch nicht. War dein letzter Fahrer besser als ich? War er. Guter Ehemann. Großartiger Fahrer. Du fährst also seinetwegen? Er liebte diesen Zirkus. Genau wie die Maschinen. Hat mit ihnen geredet. Wenn er hinterm Steuer saß, war es, als würde er damit verschmelzen. Nur er. Keine Implantate. Wir gewinnen das für ihn, oder? Ich zähle auf dich. Kommst du mit zur Werkstatt? Ja, klar. Fahren wir. Thank you.